Kennst du eigentlich schon alle Funktionen in deinen Pickdrop-Galerien? Selbst wenn du jetzt mit Ja geantwortet hast, bleib gerne bei diesem relativ ausführlichen Video dran. Ich bin mir sicher, dass du noch den ein oder anderen Tipp oder Trick findest, den du vielleicht noch nicht kennst. Wir starten mal in deiner Galerie, am besten direkt im wichtigsten Bereich, wo du alle möglichen Funktionen für deine Galerien aktivieren kannst. Und das sind die Settings. Die findest du hier unter dem Galeriennamen und dort findest du dann insgesamt vier Bereiche, in denen du Einstellungen vornehmen kannst. Im Reiter Allgemein findest du, wie der Name schon sagt, allgemeine Einstellungen, wie zum Beispiel einen Willkommenstext. Wenn du den aktivierst, hast du einen coolen Bereich, um allgemeine Infos zu dieser Galerie für die BesucherInnen direkt ganz oben anzeigen zu lassen. Darunter kannst du Downloads für die Galerie an- und ausschalten und du findest eine Möglichkeit, um die Dateien in der Galerie zu sortieren oder auch zu gruppieren. Ich lasse hier mal nach Dateinamen sortieren. Da gibt es auch noch viele andere Möglichkeiten. Und aktiviere mal die Gruppierung nach Farbmarkierung. Und dann siehst du gleich, was sich dadurch verändert. Darunter geht es um die Navigation zwischen Ober- und Untergalerien. Wenn der Punkt aktiv ist, dann können BesucherInnen aus der Obergalerie auch alle Untergalerien erreichen. Und auch andersrum, schaltest du den Punkt aus, dann wird diese Verbindung getrennt und die Galerien sind sozusagen unabhängig voneinander. Im nächsten Bereich, der Name verrät es, dreht sich um den Abstimmungsmodus. Da kannst du zum Beispiel ein Layout festlegen. Ich wähle mal das Ziegellayout hier aus. Du kannst festlegen, welche Infos dir angezeigt werden sollen. Ich entscheide mich mal für alles: Dateinamen, EXIF und IPTC-Daten. Ich aktiviere mir hier die Auswahlen. Farbmarkierungen sind schon angeschaltet, genauso wie die Kommentare und auch die Markierungen im Bild oder die Scribbles, mit denen dir BesucherInnen direkt Anmerkungen ins Bild zeichnen können. Likes und Voting sind auch an. Den Kundenupload brauche ich in dem Fall nicht, lasse den ausgeschaltet und den Kontaktbogen lasse ich auch mal aktiviert. Im nächsten Reiter geht es um den Präsentationsmodus. Den aktiviere ich mir erstmal ganz hier oben. Dann startet die Galerie in einem Modus, wo deine Bilder wirklich ganz im Mittelpunkt stehen und nichts davon ablenkt. Ich kann hier, dazu gibt es auch ein eigenes Video, wo ich dir alle Details erkläre, mir aber mal fix große Bilder einstellen mit einem kleinen Abstand und ich wähle hier auch mal einen dunklen Hintergrund für die Galerie im Präsentationsmodus aus. Auf dem letzten Reiter findest du noch Settings zur Sicherheit. Da kannst du zum Beispiel die Galerie grundsätzlich auf Privat stellen, sodass sie nur für dich erreichbar ist, wenn du eingeloggt bist. Du kannst ein Passwort aktivieren, Wasserzeichen anschalten und so weiter. Am Ende ganz wichtig natürlich noch, die Einstellung zu speichern. Und schon siehst du, dass die Galerie so eingerichtet wurde, wie wir es festgelegt haben. Wir haben den Willkommenstext, der hier oben aktiv ist, und die Sortierung nach den Farbmarkierungen. Wie du den Namen der Farbmarkierung änderst, wie ich hier zum Beispiel auf Ja und Vielleicht und Nein, das zeige ich dir im Video direkt zu den Farbmarkierungen. Vielleicht fragst du dich, wo ist denn jetzt der dunkle Hintergrund und warum sind die Bilder nicht größer geworden? Das zeige ich dir. Wenn du sehen willst, genau wie deine Kundinnen und Kunden die Galerie sehen, dann benutzt du hier den Button für die Vorschau. Da siehst du jetzt den Präsentationsmodus, du siehst den dunklen Hintergrund, kleine Bildabstände, große Bilder. Wir verlassen die Vorschau für den Präsentationsmodus wieder und sind zurück in der Galerie. Da zeige ich dir jetzt nochmal, welche Funktionen sich hier hinter dem Drei-Punkte-Menü verstecken. Da kannst du die Galerie zum Beispiel umbenennen, du kannst Galerie und Titelbild verändern, die Galerie an einen anderen Ort in deinem Account verschieben oder die Galerie auch leeren. Dann wären sofort alle Dateien weg. Das macht jetzt hier für das Tutorial vielleicht nicht so viel Sinn. Und du kannst die Galerie natürlich auch komplett löschen. Und wenn du es aktiviert hast, den Kontaktbogen drucken. Ganz unten sind die Settings für die Untergalerie, wenn du in dieser Galerie noch weitere brauchst. Darunter findest du die Buttons zum Upload und zum Download von Dateien. Mit dem hier kannst du zum Beispiel alle Dateien auf einmal als ZIP runterladen. Jetzt kommen wir zum Bereich Filter, wo du festlegen kannst, welche von den Dateien dir eigentlich angezeigt werden sollen. Du kannst hier nach einem Dateinamen filtern. Es kann auch nur ein Teil des Dateinamens sein. Mit der Suche nach 007 wird mir nur noch genau diese Dateinummer hier angezeigt. Darunter kannst du zum Beispiel dir nur Bilder mit einer grünen Farbmarkierung anzeigen lassen. Du kannst Filter auch kombinieren und so zum Beispiel nur Bilder mit einer grünen Farbmarkierung und mindestens einem Like anzeigen lassen und kommst so ziemlich schnell auf die Ansicht, die du gerade zum Weiterarbeiten brauchst. Darunter findest du die gleichen Settings, die du auch schon in den Galerieeinstellungen gesehen hast, nämlich die Sortierung und die Gruppierung. Wichtig hier, was du hier festlegst, zum Beispiel das Deaktivieren der Gruppierung, das gilt immer nur temporär, solange du in der Galerie selbst bist. Wenn du die neu lädst, das zeige ich dir einmal kurz, sind wieder die Settings aktiv, die wir zusammen vorher festgelegt haben. Im Bereich darunter geht es um die Auswahlen und da hast du die Möglichkeit, Sets in dieser Galerie zu speichern. Das haben natürlich auch deine Kundinnen und Kunden.
Wenn du auf den Button für ein neues Set klickst, siehst du hier unten so eine Leiste, wo alle Bilder dann drin landen, die du hier mit diesem grauen Plus markierst. Du kannst so eine Auswahl auch jederzeit, wenn schon eine gespeichert ist, hier aus der Seitenleiste aktivieren und mit einem Klick auf das Auge nur noch die Bilder sehen, die auch in dieser Auswahl drin sind. Du kannst dann zum Beispiel alle diese Dateien als ZIP runterladen, wenn du möchtest, für alle gleichzeitig die Farbmarkierung ändern. Du kannst hier die Dateien in eine andere Galerie verschieben oder kopieren. Du kannst sie löschen oder dir einen Filtertext für dein Tool nach Wahl, also zum Beispiel für Lightroom oder für Capture One, exportieren lassen. Auch dazu gibt es ein eigenes Video. Schau dir das unbedingt an, das ist ein echter Timesaver. Ich zeige dir an der Stelle mal, was passiert, wenn du Dateien kopierst. Dazu klicken wir auf den Button. Das Kopieren ist schon ausgewählt. Ich möchte in eine Untergalerie von meiner aktuellen Galerie kopieren, deswegen wähle ich mir die hier aus. Erstell mir schnell eine, die nenne ich mal der Einfachheit halber Ziel. Und mit einem Klick hier auf den Button werden die Dateien direkt kopiert. Und du siehst, da sind sie jetzt alle drin gelandet. Hier oben komme ich wieder zurück in meine Ursprungsgalerie und wir können weitermachen. Die nächsten Möglichkeiten findest du, wenn du dir ein Bild in der großen Einzelbildansicht anzeigen lässt. Da findest du auf der linken Seite einmal die Infos, die wir vorhin gemeinsam aktiviert haben. Du findest hier die Kommentare, wenn schon welche in der Galerie drin sind. Du kannst Bilder hier unten in der Leiste löschen. Du kannst jetzt nur dieses Bild herunterladen, das Bild einer Auswahl hinzufügen, die Farbmarkierung ändern, Likes vergeben und den Scribble-Modus starten. Auch dazu wird es ein eigenes Video geben. Wieder zurück in der Galerie kannst du auch bei den drei Punkten, die du unten rechts an einem Bild findest, weitere Infos finden. Du kannst dir Dateiinformationen einblenden lassen, Titel und Galeriebild festlegen, dass dieses Bild das sein soll und das einzelne Bild verschieben oder kopieren. Ich lege mal kurz dieses Bild als Titelbild fest. Dann kann ich hier noch einen Fokuspunkt bestimmen. Das ist der Part, der dann auf jeden Fall immer angezeigt wird. Und schon ist das für diese Galerie eingerichtet. Das Titelbild ist super wichtig im Präsentationsmodus. Das zeige ich dir noch mal kurz in der Vorschau. Du siehst, das wird hier richtig schön formatfüllend angezeigt. Und darunter kommt dann Willkommenstext, die Downloads und alle weiteren Dateien. Wieder zurück in der Galerie möchte ich dir jetzt noch die Ereignisse zeigen. Die findest du hier oben. Und in den Ereignissen siehst du, was passiert eigentlich in meinen Galerien. Wurden Bilder mit Farbmarkierungen markiert? Sind Likes vergeben worden? Wer hat die Galerie überhaupt besucht und insgesamt einfach, was passiert hier in dieser Galerie eigentlich? Daneben findest du außerdem die Suche. Die unterscheidet sich von der Filterleiste dadurch, dass du hier, wenn du möchtest, deinen ganzen Account durchsuchen kannst oder nur in der aktuellen Galerie. In der Suche hier kannst du auch nicht nur nach Dateinamen suchen, sondern auch nach IPTC-Daten, die in deinen Dateien gespeichert sind und nach anderen Galerien. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass ich Bilder aus einer Werkstatt habe und mit einer kurzen Suche nach Werk finde ich die schon und könnte direkt in die passende Galerie springen. Dazu reicht dann ein Klick. Oben neben der Suche findest du außerdem noch den Link zu deinen Kontoeinstellungen. Die sind super, wenn du zum Beispiel Galerievoreinstellungen festlegen willst, wenn du auf der Suche bist nach Rechnungen, wenn du einen Tarif ändern willst. All das findest du da. Und darunter gibt es noch eine sehr wichtige Möglichkeit. Wenn du irgendwann mal Fragen hast zu PicDrop oder auch Ideen, findest du mit dem Hilfe-Button hier alle Möglichkeiten, wie du uns direkt kontaktieren kannst. Wir freuen uns immer, wenn du dich bei uns meldest und helfen dir gerne weiter. An der Stelle bleibt mir noch genau eins. Viel Spaß mit PicDrop.